Du wolltest wohl fliehen. Hey, du bist doch Sammy, oder nicht? Oh, sie müssen uns helfen. Sie müssen einfach. Ich kann nicht länger mit ihnen reden, sonst erschießt er mich. Hände weg von der Wabe. Hey. Was gibt's da zu glotzen, hä? Ich habe ihn gerade noch mal so erwischt. Die kommen nirgendwo hin. Nicht mit den Halsbändern, die sie umhaben. Der Hornochse hätte das wissen müssen. Hey, ist das deine? Bin beschäftigt, also verpissen Sie sich. Wenn's ums Geschäft geht, reden Sie mit Eulogy. Okay. Dann gehe ich zu Eulogy. Wir sollten mal zusammen etwas trinken gehen. Nach dem, was ich gehört habe, sind sie gar nicht so übel. Nach dem, was ich gehört habe, sind sie gar nicht so übel. Super. Wer ist ein Eulogy? Oh, hallo. Wir sollten mal zusammen etwas trinken gehen. Kein Problem. Da bin ich gerade ziemlich beschäftigt. Ich muss Eulogy finden. Ein starker Kerl wie Sie verdient einen Anteil an den Sachen. Hier, hier, nehmen Sie. Dankeschön. Wenn sie es glücklich macht und ihre Waffe im Halfter bleibt, ist es mir das wert. Siehst du? Du weißt, wie man hier mit den Gästen umzugehen hat. Hey, kann die Eulogy? Hallo, Sie sind ja wieder zurück. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich will gar nichts davon hören. Mir geht's gut hier, vielen Dank. Behalten Sie Ihre Pläne für sich. Na los, Bradbox. Wollen Sie wirklich als alter Mann... Hallo. Hey, Sie! Können Sie uns hier rausholen? Vielleicht. Bist du denn Sammy? Ich bin Sammy und komme aus Little Lamplight. Ich und Squirrel und Penny, wir gehören hier nicht her. Wir müssen nach Hause. Sie müssen uns helfen, hier rauszukommen. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Sie haben einen Plan? Cool. Was auch immer der Plan ist, Sie müssen diese Halsbänder deaktivieren. Sie haben gesehen, was mit den anderen Typen passiert ist. Labenstall hier sterben? Oder nicht doch lieber... In welchen von diesen Etablissements ist ein neuer Macker drin? Hm? Oh, hier ist wieder eine von diesen komischen runden Dingern. Hm, schade. Was geht hier denn ab? Oh, hier sind Toiletten. Oh. Ein Abfluss, der könnte hilfreich sein, um hier abzuhauen. Allerdings will ich es erst auf eine andere Variante versuchen. Hey, du da. Tut mir leid. Bin schon weg. Wir sollten mal zusammen etwas trinken gehen. Ah. Eine kaputte Waffe tötet genau noch einen Ödland-Idioten. Den mit dem Finger am Abzug. Also seid vernünftig. Besorgt euch die Ersatzteile und macht die Reparaturen, wann immer es möglich ist. Was ist das denn hier? Und jetzt etwas Musik. Das ist Cole Porter mit Anything Goes. Oha. Der Typ hat sich echt zu was gebracht. Hey, du da. Sie möchten sicher gerne bei uns Kunde werden. Ich hoffe, Paradise Falls kann Ihren Wünschen gerecht werden. Wir urteilen nicht, wir stellen keine Vermutungen an. Wir wissen, dass die Welt hart ist und dass jeder selbst zusehen muss, wie er überlebt. Gut, gibt es etwas Bestimmtes, an dem Sie Interesse hätten? Was ist mit den Kindern da draußen? Ich hätte Interesse. Sie wollen sie haben? Fantastisch. Sie werden ihre Freude daran haben. Voller Energie. In dem Alter gut für kleine Jobs, später für härtere Brocken.
Ich bin mir sicher, wir können uns auf einen vernünftigen Preis einigen. Sie werden ein gutes Geschäft machen. Sehr gut. Reden wir über den Preis. Nun, ich dachte da an 500 Kronkorken für die Kleinsten. Sammy und Penny, glaube ich, heißen sie. Aber der andere, Squirrel, der Kleine hat was auf dem Kasten. 500 wäre eine Beleidigung. Den können Sie um 1000 haben. Macht insgesamt 2000. Habe ich leider nicht. Der Preis wird sich nicht ändern, da muss ich Sie enttäuschen. Wenn Sie genügend Geld haben, werde ich sie Ihnen verkaufen. Und was ist mit dem Bodyguard für mich? Man muss vorsichtig sein, wenn man einen Sklaven als Leibwächter einsetzt. Den meisten liegt nicht viel daran, das Leben ihres Herrn zu schützen. Aber sie haben Glück. Mein Mädchen Clover ist genau die richtige für sie. Ein Mädchen? Und was ist so besonders an ihr? Was das Besondere an ihr ist? Clover ist das verrückteste Mädchen, das ich je gesehen habe. Und ich bin ein Experte für verrückte Mädchen. Verrückt im Kampf, verrückt im Bett, verrückt in jeder Hinsicht. Vor allen Dingen ist sie in jeden, der sie an die Kandare nimmt, irrsinnig verliebt. Für den Spottpreis von 1000 Kronkorken könnte Miss Clover ganz wild nach Ihnen sein. Nein, danke. Glauben Sie mir, sie ist jeden einzelnen Kronkorken wert. Haben Sie eigentlich schon mal daran gedacht, vielleicht nach Little Lamplight zu gehen und ein paar Kids einzusammeln? Klar habe ich schon mal dran gedacht. Kinder erzielen einen Mordspreis bei Käufern, die langfristige Investitionen zu schätzen wissen. Das Problem ist nur, die Kleinen hier zu behalten, bis ein Käufer gefunden ist. Kinder sind raffiniert. Ganz besonders die zähen Gören aus Lamplight. Vielleicht sollten wir es mit einem ganz Kleinen versuchen, das noch nicht so ausgebufft ist wie die Größeren. Naja, wenn ich reinkommen würde, könnte ich vielleicht ein Kind oder so rausnehmen. Sicher. Wenn Sie glauben, dass Sie das hinkriegen, wüsste ich vielleicht einen interessierten Käufer. Einer meiner besten Leute wird am Eingang zu Lamplight warten. Sie gehen rein und suchen das liebste, vertrauensseligste Kind, das Sie finden können. Locken Sie das Kind aus der Höhle und alle sind zufrieden. Außer dem Kind natürlich. Ja gut, dann mache ich das mal. Paradise Falls ist hier, wenn Not am Mann ist. Was ist? Bist du das Mädel? Ist doch keine 1000 Kronkorken wert. Bleib ich überhaupt dabei? 905. Ja, aber solange keiner hier ist... Gucken wir mal im Hauptterminal nach. Okay. Zwei sind richtig. Na klasse. Kann's Mushroom nicht sein. Das auch nicht. Distance auch nicht, oder? Nein. Position? Nein. Dictates. Gar nix. Okay. Night. Was passt denn noch? Disposal? Nein. Disputes? Nein. Nein, nein. Eine harte Nuss. Mistakes? Nein. Dislikes.
Okay, Dislikes hat genau 2 gleich. Ne, 1. Das heißt, das ist K. Das heißt, ich brauche was mit K. Gibt's hier aber nicht. Will mich doch verarschen. Naja, solange keiner da ist. Mistakes. Okay, das K scheint richtig zu sein. Oder? Das E ist auf jeden Fall richtig. K und E. Irgendwann muss er mir doch das Richtige anzeigen. Tracking, nein. Painting, ordering, tracking, trusting, lotting. Crawling, oh. Ling ist auf jeden Fall dabei. Gibt's noch was mit Ling? Oder Timeline? Nein. Rolling. Oder Tracking? Ha! Ich wusste es. Scheint nicht zu funktionieren. Wow. War ja sehr viel. Gibt's noch mehr? Mal sehen, was oben ist. Ah. Präsident John Henry Eden und seinem Gorilla Colonel Augustus Autumn sind nicht da, um euch zu helfen. Oh, hier sind sogar noch volle Nuka-Colas dabei. Der Klaver hat einen Riesenstall Brahmin und füttert euch löffelweise deren Scheiße. Diese Typen sind Charlatane, Betrüger und Killer. Und je schneller ihr das begreift und euch gegen ihre Unterdrückung wehrt, desto besser. Das heißt, wenn ich mir die Kids nicht kaufen kann, Freunde. Sieht schlecht aus. Rede ich kommunistisch oder was? Ich sagte, ich will nicht darüber reden. Sei still. Yes. Die Kids sind da drüben. Mal die Lage checken. Jetzt genügend Geld für die Olle? Nein. Also, nachts würde ich hier sicherlich einbrechen können, oder? Ah, ich brauche den Schlüssel von ihm. Da hinten ist eine Tür. Und mal gucken, wo es hier hingeht. Wow. Leere Zelle. Mal den Gully hier abchecken. Entweder er geht zu den Kids oder er führt raus hier. Okay. Er könnte den Kids helfen. Das heißt, ich brauche den Schlüssel von Eulogy. Wie wär's mal, die Augen aufzumachen? Hübsch, nicht wahr? Die Details regelt Mr. Eulogy. Ich weiß. Hey, willkommen. Bis zum nächsten
geschäftlich hier. Three Dog. Ja. Und ihr hört Galaxy. Das muss ja nicht an sein. Das heißt, am besten wäre es, wenn ich ihn erschlage. Das geht nicht, wenn sie dabei ist. Wer bist du überhaupt? Glotzen Sie nur weiter, dann mache ich Sie fertig. Ach ja? Schaffst du doch gar nicht. Ich kann keine Zeugen gebrauchen. Crimson, bleiben wir am Boden, okay? Noch mehr Leute. Klasse. Warum musst du immer brüllen, Eulogy? Ich bin ja da. Was habe ich darüber gesagt, Crimson? Über das Zurückschimpfen? Was habe ich gesagt? Es tut mir leid. So ein Scheiß. Nochmal mit den Kids schnacken. Ob die eine Idee haben. Hey, Sammy. Also, befreien Sie uns nur. Wie komme ich hier raus? Können Sie nicht einfach alle erschießen? Fällt dir nichts Besseres ein? Naja, ich meine, Squirrel glaubt, er kann in den Computer hier einsteigen und die Halsbänder abschalten. Squirrel kennt sich mit Computern aus. Sie wissen nicht, dass er diesen hier repariert hat. Aber er ist, nicht mit dem Netz verbunden oder so. Warten Sie einen Moment, ich hole Squirrel. Er kann Ihnen sagen, was zu tun ist. Gut. Ja, ich kann auch ein bisschen mit Computern. Das habe ich ja bei Eulogies Computer schon bewiesen. Sie sind der Mungo, der uns helfen wird, oder? Sammy meint, Sie wollen den Plan wissen. Hören Sie also gut zu, denn es ist ein guter Plan. Ich bin nämlich sehr schlau. Okay, was muss ich tun? Mann, Sie sind echt ein komischer Kauz. Warum? Gut, Sie machen Folgendes. Sie schleichen in das Zimmer des Chefs, steigen in sein Terminal ein und verbinden dieses Terminal hier mit dem Netzwerk. Glauben Sie, dass Sie das schaffen können, Mungo? Dann mache ich das. Bauen Sie keinen Mist, okay? Nur wäre es besser, wenn er nicht da ist. Ich habe schon von ihm gehört. Na los, sehen wir uns das Material an. Ja. Los, begleitet ihn. Das ist nicht umsonst abgesperrt. Mal gucken. Weiber sind zu dumm. Frauen und Technik halt. Ab zu dem kleinen Squirrel-Vieh. Hey, tut mir leid. Ich verzieh mich ja schon. Ich mache mir zwar ungern Feinde hier mit den Sklaventreibern, weil das eine ganz coole Sippe ist und ich auch Bock auf die Crimson hätte. Oder wie hieß sie? Aber naja. Was ist los, Mungo? Ist das Terminal schon repariert? Klar. Funktioniert einwandfrei. Hey, klasse! Sie sind echt okay für einen Mungo, wissen Sie das? Wir sind also der Flucht einen Schritt näher gekommen. Was ist das nächste? Nun, mit dem Terminal kann ich die Halsbänder